Wenn wir uns durch eine moderne Stadt bewegen, sind wir umgeben von elektromagnetischen Feldern. Denn fast überall fließt Strom. Und fast überall werden Daten übertragen. Wo Wechselstrom fließt, gibt es niederfrequente elektrische und magnetische Felder. Der Mobilfunk nutzt hochfrequente elektromagnetische Felder. Sowohl die niederfrequenten als auch die hochfrequenten Felder können Wirkungen auf den Menschen haben. Allerdings sind diese Wirkungen erst ab einer bestimmten Schwelle ein Problem. Grenzwerte schützen uns vor gesundheitsrelevanten Auswirkungen der Felder. Wie kann man nun herausfinden, ob die alltägliche Exposition bedenklich ist? Eine Kollegin ist einen Tag lang mit zwei Messgeräten, sogenannten Exposimetern, ausgestattet worden. Diese Exposimeter begleiten sie zur Arbeit, durch die Stadt, nach Hause. Über Nacht liegen sie auf dem Nachttisch. Die Messdaten werden ausgewertet. Für den niederfrequenten Bereich ist die magnetische Flussdichte ein wichtiges Maß. Die Auswertung zeigt Ausschläge im Umkreis von Stromleitungen, neben einem Trafohäuschen sowie während der Fahrten mit Straßen und S-Bahnen. Der höchste Wert liegt bei 2,5 Mikrotesla und kommt vermutlich vom Radiowecker. Die Grenzwerte liegen aber bei 100 Mikrotesla für 50 Hertz-Netze für unser normales Stromnetz. Der Grenzwert wurde also im Durchschnitt nur zu 0,83% ausgeschöpft, im Maximum zu 3,26%. Für den hochfrequenten Bereich ist die elektrische Feldstärke bedeutend. Auch hier sind ein paar Peaks zu erkennen, zum Beispiel an belebten Orten und während einer Videokonferenz. Die Grenzwerte richten sich auch hier nach dem Frequenzbereich. Die Ausschöpfung war hier noch niedriger. Meistens deutlich unter 0,1%, im Maximum bei 0,7% des Grenzwertes. Auch in einer Stadt wie Berlin, in einem Alltag, wo viele mobile Endgeräte eingesetzt werden, ist die BFS-Mitarbeiterin also weit entfernt von einer Exposition, die gesundheitsrelevante Wirkungen haben könnte.